und willkommen zu einem neuen Video von meinem Cheatzocker. Und das ist jetzt schon die fünfte Folge, die wir mit Basti in der Überlebenswelt spielen. Und ich würde sagen, ich grüße jetzt erstmal ein paar Personen. Also, Grüße gehen raus an Jan, an Yolo Schnitzelmelone 45, an Kai und an Benjamin. Den Rest grüße ich dann im nächsten Video. Heute haben wir wie in der vierten Folge vor, nämlich unter die Erde zu gehen und uns wieder Flachwitze zu erzählen. Und ich würde sagen, dann sind wir gleich schon in der Überlebenswelt. Bis gleich. So Leute, dann sind wir ja schon in der fünften Folge. Wir werden heute wieder Flachwitze erzählen und jetzt dieses Gold hier ausbuddeln. Hast du einen Ofen? Oh, ja. Oh. Okay, darf ich da meine Sachen reinmachen? Mach das. Ich mach da einfach drei Eisen für die Spitzhacke hin. Weil du musst wissen, ich habe über ein Stack Eisen. Sehr gut. Ich habe auch einen Stack von 16, schenke ich dir einfach. Danke. Wenn oh, wir haben eine Schmiedenerzahl. Da hinten ist auch noch, da unten. Ist auch noch. Da hinten, da. Okay, noch ein Eisen brauche ich. Da kann ich die Spitzhacke machen. Hier ist überall Gold. Dann hat, im besten Fall haben wir beide einen Goldapfel für unser Finale. Könnt ihr euch vielleicht schon denken, was das Finale wird? Vielleicht aber auch noch nicht. Wenn man 1 plus 1 rechnen kann, dann passiert... keinen Sinn ergeben. Okay, so, du fängst diesmal mit dem Flachwitz an. Ich habe in der letzten Folge den ersten erzählt. Okay. Ja? Okay. Was ist braun, ja, süß und rennt durch den Wald? Den hatten wir schon. Ein Karamell. Nein. Was? Was ist braun, ja, süß und rennt durch den Wald? Keine Ahnung. Eine Jogolade. Eine Jogolade? Ja. Oh, Digga. Okay, soll ich jetzt mal erzählen? Ja. Okay, dann bin ich dran. Wie heißt der chinesische Verkehrsminister? Keine Ahnung. Leitung. Wegen Leitung. Ah ja, verstehe. Deine Witze sind so geil, ne? Meine sind einfach so Leitung. Hast du noch einen, wie nennt man das? Ein Stick für mich? Eisen? Nee, hier. Ein Stick. Oh, sorry. Hier ein Stick. Komm, hier, mach. Hier, nimm ruhig meine Kohle. Ich würde... Kannst du mal bitte den Skelett abschießen? Ich würde sagen, dass wir, genug gefarmt haben. Wo ist das Skelett? Ist ja egal, das tut dich so. Okay. PvP! Skills. Boom. Und bam! Ah. Oh. Ja. Jetzt glaube ich, weiß man, was passiert am Ende. Ja. Okay, ja, würde ich sagen, wir holen uns jetzt mal ganz viel Stein, dass wir zu Hause uns ganz viel Öfen machen können, um alles zu brennen. Ich würde sagen, dann machen wir auch noch Flachwitze, wenn wir dann nachher, sag ich mal, unsere Sachen braten. Okay, Leute. Ich werde jetzt eine ganze kurze Schnelligkeit 2 reintun. Ich weiß gerade nicht, wie man das nennt. Also ja, mit doppelter Geschwindigkeit aktiviert. Außer es kommt jetzt noch was Wichtiges. Bis gleich. Ich mache es einfach mit doppelter Geschwindigkeit. Okay, doppelte Geschwindigkeit, weil wir gehen jetzt hoch. Komm. Da brauche ich aber noch ein paar Blöcke. Farmen? Ja, eben, deswegen farm ich ja gerade noch. Sag es bei mir jetzt auch mal kurz Zeitraffer, bis wir genug Blöcke haben. Bis gleich. Genau, Zeitraffer heißt das Ding. Oh, scheiße. Zeitraffer. Ich werde, glaube ich, in diesem Video Outtakes mit reintun. Ich kann jetzt ja reden, ich meine, das ist jetzt ja eh Zeitraffer. Eben. Also ich habe ein paar Stacks Steinblöcke jetzt. Mhm. Ich habe jetzt ein paar Stacks Steinblöcke. Ja. So Leute, dann sind wir jetzt auch fertig mit Steinfarmen. Ja, nice Zeitraffer. Und Zeitraffer aus. Genau. Wir knallt erstmal gegen seinen Zeitraffer. Wir, würde ich sagen, bauen uns jetzt hoch. Kommst du mit? Einfach random. Ja.
Und okay, ich wollte auch nochmal sagen, guckt einfach mal bei Basti vorbei. Er ist auch ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und ganz sagen, oben, wo ihn keiner sieht. Erzähl mal deinen nächsten Flachwitz. Okay, kurz bevor ich das erzähle, schaut genauso auch bei MC Zocker vorbei. Er ist ein richtig cooler Dude und gibt mir die Möglichkeit, mit ihm aufzunehmen. Richtiger älterer Mann. Okay, der nächste Flachwitz. Ja. Ach so, nee, eigentlich bist du dran. Nee, ich bin dran. Ja, ja, mach. Lol. Okay. Eine Sekunde. Was ist groß? Ja. Grau. Mhm. Und telefoniert aus Afrika. Groß, grau und telefoniert aus Afrika. Keine Ahnung. Ein Telefant. Ich hab's nicht gedacht. Ich wusste irgendwas mit Elefanten und dann ein Telefant, Digga. Telefonierender Elefant. Ja. Achso, ich erzähl mal meine Echsen. Was? Achso, das hast du, den hast du. Wie heil. Wohin geht ein Reh mit Haarausfall? In die Reha-Klinik. Ne, den kenne ich. Der ist gut. Der gute alte Reha. Der gute alte Reha. Ich bin gleich oben. Ich nicht. Ich bin draußen. Licht. Oh mein Gott, so viel Licht. Machen wir mal warte, eine Stelle, dass ich mich wieder hier runterbaue. Ah doch, ich bin auch draußen. Ich bin genau an unserem Haus. Lol. Und du auch. Oh geil, ich bin bei deinem Haus. Und an unserem Haus ist einfach eine Höhle. Stimmt, ja, wir haben Tunnelgänge unter unseren Häusern. Das ist sehr gut. Übrigens, du hast immer noch den Kürbis vor deinem Haus stehen. Ich weiß, es ist Deko. Okay, nice. Ich mach ganz jetzt mal. Kurz. Hast du ein bisschen Kohle für mich? Ja. Bring mir die mal bitte rüber. Mach ich. Warte, ich gebe dir die Hälfte. Danke. Ganz kurz noch zwischen dem Video. Und zwar will ich, dass ihr mitbestimmen könnt, was an meinem Haus passiert und was nicht. Genau. Also auch. Schreibt jetzt mal in die Kommis, was hier noch passieren soll aus dem Laufen. Genau. Ob ihr wollt, ob wir noch einen Keller bekommen oder ob wir eine zweite Etage bekommen. Wie ihr wollt. Okay, ich würde sagen, ich brate jetzt mal die Sachen. Nur, ich habe keine Kohle, ist das Problem. Ich kann auf nichts zugreifen. Okay, erzähl noch mal einen Flachwitz. Oh. Du bist dran. Gib Kohle. Basti? Drop ja. Kohle. Drop Kohle. Ja, ich drop dir die ganze Zeit. Du stehst doch da. Okay. Du lächst ja. Ich weiß, ich kann doch irgendwie nicht auf... Hä, warum schlägst du mich da hinten? Oh. Ja, ich wurde vom Zauber gekickt. Ja, moin, du hast geleckt. Dein Internet ist real. Okay, eins ist wieder da. Ja. Ja, das war gerade. Jetzt cut ich einfach raus. Ja, ich lasse es das drin. Kommt in die Outtakes. Vergesst das einfach, ja. Leute. Danke, Bruder. Ja, jetzt geht's wieder. Das war gerade gar nichts, Leute. Also, wisst Bescheid. Ja. Also, macht Vorschläge für mein Haus. Ich will nicht, dass das so eine Müllbude ist und der da hinten hat so ein gutes Haus. Naja, gut, ist jetzt halt was anderes. Ja, aber besser als meins. Nee, finde ich nicht. Okay, kommst du mit dem nächsten Flachwitz? Ich wollte das, was hast du noch? Okay, ich mach mal den nächsten. Einer zählt. Ich mach mal noch eine schnell Scherzfrage. Was gräbt und ist schnell aus der Puste? Wie bitte? Ernsthaft? Was denn? Egal, einfach einen anderen. Wie nennt man einen Bumerang, der nicht zurückkommt? Stock. Keine Reaktion, oder? Oh. Ich habe gerade nichts verstanden. Mein Internet ist gerade, glaube ich, ein bisschen grau. Wie nennt man einen Bumerang, der nicht zurückkommt? Keine Ahnung. Stock. Verstehst du? Ich hab's wieder nicht verstanden. Stock! Stock. Ja. Okay. Okay,
Einen hole ich noch raus, weil die Aufnahme geht schon. Ja, okay, dann die letzten Witze jetzt. 9 Minuten 4. Okay. Bin voll Ivan. Nice. Okay. Hau raus den letzten. Dann jeder noch einen, würde ich sagen. Wo sind Meerschweinchen und unerwünscht? Weiß ich nicht. In Hamsterdam. In Hamsterdam. Ja. Digga, ne? Also manchmal schäme ich mich echt, wie dumm meine Witze sind. Also was du da raushaust, ist nicht mehr von dieser Welt. Ich weiß. Hast du noch ein bisschen Holz? Ich brauche noch Sticks. Ja, habe ich. Okay. Wie lange geht die Aufnahme? Bei mir fast 10 Minuten. Okay, gib mal die Sticks. Okay, dann hau ich auch noch einen raus. Du hörst mich gut? Ja. Okay, das Reh springt hoch, das Reh springt weit. Warum auch nicht? Es hat ja Zeit. Was war da jetzt der Flachwitz? Keine Ahnung, da stand da einfach bei Flachwitzen. Ich hab's mal mit reingenommen. Ah. Okay. Ich würde sagen, wir schlafen jetzt noch und dann beenden wir. Ja, die Folge. Oder ich würde sagen, ich craft mir noch einmal, dass ich Full Iron habe, dass wir noch das Thumbnail machen können. Okay? Erzählst du mir wieder eine gute Geschichte, Mami? Ich liege noch gar nicht im Bett. Aber ich? Das ist mir egal. Das kann ich ja nicht einschlafen. Ja, warte, ich erzähl's dir gleich. Ja. Muss aber kurz warten, Kindchen. Okay. Gott. Okay, wir haben übrigens keine Äpfel für Goldäpfel. Also, so, ich das raus. Ich hole noch das raus. Das. Perfekt. Okay. Also, ich erzähle mal eine gute Nachtgeschichte. Ja. Es war einmal ein Basti. Der wollte unbedingt einen YouTube-Kanal. Mit vielen Abonnenten. Genau. Und dann hat er einen bekommen. Oh mein Gott! Es ist schon morgen, wie lange soll die gute Nachtgeschichte denn noch gehen? Also, wie Basti schon gesagt hat, gibt uns Vorschläge, wie das Haus weitergebaut werden soll. Genau. Und ich habe jetzt zum Abschluss den letzten Flachwitz. Ja, ich auch noch einen. Okay, fang du zuerst dann an, weil meiner ist, glaube ich, flacher. Okay, meiner ist höher. Was ist gelb und steht am Fenster? Eine Spannanas. Verstehe. Hau einfach raus. Okay, danach mache ich das Video auch sofort aus, nur dass du es weißt. Okay. Okay. Komm, Thumbnail. Komm mit zu mir. Okay, schick mir das dann auch mal. Jojo. Mach dir auf, ich bin gerade F5. Wir machen zuerst ein Thumbnail für mich. Komm zu mir. Schick mir das einfach, dann nimm mir das gleiche Thumbnail. Also. Ich nehme das Thumbnail für jede Folge. Und? Hau den Witz raus. Ich versuche nicht zu lachen. Okay. Wer jetzt lacht, lässt ein Like da. Und wer nicht lacht, der auch. Lach auch an, ja, genau. Okay. Was macht ein Hund ohne Beine? Dann schrubbt der was. Was macht ein Hund ohne Beine? Ja, ich habe verstanden. Was macht der denn? Um die Häuser ziehen. Haha, und das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Video. Euer Basti-Fan ist jetzt auch mal wieder raus. Okay. Oh. F-Zocker sagt ciao. Haut rein und ciao. Tschüss.